So, aber ansonsten, diese Zielscheiben irritieren mich immer mehr. Hier ist, hi, ja, ich hatte das Netz schon, oder? Ich hatte das Netz schon, aber jetzt habe ich das Netz natürlich nicht mehr. Doch, jetzt habe ich, Wüstengras, Wüstengras. Okay, man kann die Dinger also doch einfacher einsammeln, als ich dachte. Ja, ich gebe es schon zu. Mein Gott, wenn ich mal was zugebe, ist schon, dann ist schon, boah, dann ist quasi Feiertag, aber sowas von. Ja, weil normalerweise macht der Hering natürlich, wie wir alle wissen, absolut keine Fehler. Und zwar niemals nicht. Nein, nein, nein. Das macht er überhaupt nicht. Also Fehler, ich meine, Fehler und der Hering, das wäre absolut so untypisch bei ihm. Oh ja, wir gucken seine Let's Plays ja nur, weil er alles immer so perfekt macht. Immer. Grundsätzlich. Habe ich schon so viele Leute gehört, die das mir gesagt haben. In meinen Träumen. Manchmal. Also, ja, wenn ich davon träume, dann ist das so. So, hier kann ich das Tor öffnen. Das habe ich mir noch fast gedacht. Es sah so verlockend aus. So, und das Tor bleibt jetzt hoffentlich auch offen. Genau. Gut, dann können wir bei dieser Vogelstatue hier nochmal speichern. Lagerhalle. Eine Lagerhalle? Was denn für eine Lagerhalle? Was wurde denn hier gelagert? Hat hier irgendjemand ein Buch geführt über den Kram? Öffnen. Ich wollte gerade sagen, ist die Tür jetzt einfach zu oder? Nein. Ich kann es mit purer Manneskraft natürlich öffnen, dieses Tor. Und in der Lagerhalle befindet sich sowas ähnliches wie beim letzten Mal. Aha. Schon wieder überall so Staub. Was soll das mit diesem Staub? Ich weiß es nicht. Gut. Dann keine Chance. Was? Da hat man. Da hat man irgendwas lesen können. Ich gehe gleich nochmal hin. Keine Chance der Dürre. Machen wir Ranell grüner, die Bauleitung. Ach so. Die haben hier also sowas total Tolles, was ökologisch Wertvolles quasi gesehen hier gemacht, ja. Sehe ich das richtig? Das finde ich ja höchst faszinierend. Ich finde, diesen Leuten hätte man ein Denkmal setzen sollen. Oh ja. Und stattdessen ist dort hinten an der anderen Tafel steht dasselbe. Putzplan für den Tempel, die Bauleitung. Ich stelle mich irgendwie zu doof an. Ja. Das geht nicht gut aus. Oh, das geht doch gut aus. Ich weiß nicht genau warum, aber es ging ja nochmal gut aus. So, zack. Und dann kurz warten. Und vielleicht ist dort ja schon der Zeitstein drin. Vielleicht aber auch nicht. Gut. Dann muss ich jetzt irgendwie. Nein. Hier so rüberlaufen, hier so rüberlaufen, hier so rüberlaufen. Ganz genau. Man sieht hier überall Bockblind-Skelette. Also, es sind nicht wirklich Bockblinds. Es sind. Warum ist der wieder da? Das finde ich irgendwie scheiße. Ich sehe ihn nicht, er sieht mich nicht. Altbekannte Logik. Oh ja. Das geht nicht gut aus. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht doch. Oder auch nicht. Oder ich versinke gleich im Treibsand. Nein, ich versinke nicht im Treibsand. Nein, ich will den dummen Stein aktivieren. Danke. Schna, 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 schna. Vielleicht war das auch schon zu früh für den Stein. Oder hätte ich. Nee, ich glaube, das ist schon alles richtig so. Na gut. Aber wir gehen jetzt erstmal hier gucken. So. Hi. Ja, genau. Achso, Moment. Ich hatte ja für euch eine total coole Taktik und so. Total coole Taktik. Total coole Taktik. Nämlich einmal so und einmal so. Haha, und tot bist du. Ne. So, öffnen. Hooray. Und ich habe diese Taktik ganz alleine erfunden. Oh ja, da ist mein Patent drauf. Oh ja, der Hering, der Bockblind-Knüppler. Nee, ich habe mir noch gar nicht, ich habe die noch gar nicht von Fire untersuchen lassen. Ich weiß gar nicht. Ich habe die noch gar nicht untersuchen lassen. Da gehen sie hin, die einsamen Herzchen. Boom. War da irgendwas Interessantes drin? Bomben zum Beispiel. So. Dies ist ein Techno-Bockblin. Natürlich. Diese Bockblins tragen gefährliche Waffen, die einst von einer uralten Zivilisation gefertigt wurden und Lähmung hervorrufen können. Die Kleidung, die diese Subspezies der Bockblins trägt, scheint die gängige Mode mit dem Mode der Bockblins zu sein. Du hast diesen Gegnertypus insgesamt 8-mal besiegt. Du verhältst dich zufolge souverän. Oh, ich verhalte mich souverän. Ich bin total souverän und so. Das ist ja unglaublich. Ja, und das ist jetzt schon der 9. auf meiner persönlichen Liste. Hahaha, ja. Das wäre natürlich, ob man das dann am Ende des Abenteuers nochmal so sieht. So eine Auflistung, wie viele Viecher ich so insgesamt niedergeknüppelt habe von jeder Gattung, von jeder. Was? Britzel.
Das war jetzt so nicht geplant. Du darfst es nicht abwehren. Ja, wollte gerade sagen. Das war jetzt... Du hast dich zu schlau verhalten für deinesgleichen. Das war ganz böse. So. Zack, 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 zack. Ah, da, 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 da. Ich weiß, es ist wahrscheinlich absolut unnötig, dass ich jetzt hier immer noch ein bisschen zurückgehe und so. Beziehungsweise auf dem Rückweg würde ich das sowieso nochmal mitbekommen. Aber ich will mir den Raum halt immer noch... Ich brauche das einfach, damit ich selber so eine gewisse Struktur habe. Achso, jetzt sind auch, hängen auch mehr Zettel. Ist interessant, aber es steht trotzdem noch dasselbe. Damit ich selber für mich eine gewisse Struktur habe, muss ich den Raum wirklich akribisch und genau und vor allem systematisch erforschen. Ansonsten macht das alles für mich keinen Sinn und ich verliere den Überblick. Ja. Aber geht wahrscheinlich auch nur mir so. So. Loslassen. Und... Bam! Und halt! Ich hätte eigentlich einen Fangstoß machen brauchen, genau. Meine Katze läuft übrigens die ganze Zeit vor dem Fernseher hin und her. Also gewissermaßen vor dem Konsolentisch, der vor dem Fernseher steht. Und entweder er springt gleich vor den Fernseher und dann sehe ich absolut nichts mehr beim Spiel. Oder er will mich einfach nur ärgern, indem er die ganze Zeit auf meinen Konsolen herumtrampelt, ja. Er steht gerade so halb auf... Na gut, er steht auf einem Super Nintendo und meinem DVD-Rekorder. Wahlweise auch ab und zu auf der Xbox 360. Und jetzt weiß er nicht so richtig, wo er hin soll. Das ist schlecht. Katzen sind irgendwie faszinierende Wesen. So, ja nee. Aber jetzt stehe ich vor einem kleinen Problem, denn... Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wie kann es sein? Kann es sein? Kann es unter Umständen sein, dass ich hier irgendwie so hin kann, so hin muss? Und dann aktiviere ich jetzt spaßeshalber mal die Schleuder. Feuer! Und dann sind zwar die ganzen Blöcke wieder da, aber... Nee, das bringt mir ja gar nichts. Oder? Doch, das bringt mir wohl was. Weil jetzt kann ich mal hier rüber gehen. Schnupp, 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 schnupp. Aha. Jetzt bin ich zumindest hier. Und dann... Ach nee, Moment. Ist Quatsch, weil da stand ich ja schon vorher drauf. Hä? Wegstecken. Okay. Jetzt wird's doof. Wo muss ich denn jetzt hin? Dort runter wohl eher nicht. Und dort rüber... Weiß man nicht. Hä? Hä, bin ich jetzt doof? Moment. Muss ich nochmal aktivieren. Zack. So. Gegenwart. Gegenwart ist scheiße. Weil... Oder ist Gegenwart wirklich scheiße? Würde ich vielleicht rüberkommen, wenn ich eins von diesen putzeligen kleinen Viechern irgendwie kaputt machen würde? Ach, verdammt. Na komm, lade dich auf. Und... Also ihr wisst schon, so auf dem... Dass ich auf dem Panzer dann mich treiben lasse wieder. Das sieht ja fast so aus, als könnte man das so... Na komm. Als könnte man das irgendwie so machen. Weil sich der Sand ja auch dementsprechend bewegt. Aber so richtig sicher bin ich mir dann nicht. Och man, wie viel haltet ihr denn aus, wenn ich so angreife? Das gibt's doch nicht. Langweilig, langweilig, langweilig. Na komm. Bin ich zu doof? Ich bin zu dusselig. So. Nein. Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja so. Eigentlich ja... Boom. Oh, doch. Erwischt. Okay. Genau. Und dann irgendwie so da drauf. Rauf, 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 rauf. Schnell, schnell, schnell. Nein, nein, nein. Link, 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 link. Du brauchst nur darauf gehen. Link! Du... Grenzdebiler, warum springst du denn nicht darauf? Dann wäre ich doch wenigstens schon mal da drüben. Toll, jetzt muss ich wieder eine halbe Ewigkeit warten. Laber, laber, laber. Oh, da oben ist ein gelber Schleim. Gut zu wissen. Der kann mich jetzt nicht mehr überraschen. Hahaha. Ha, ha, ha. So. Jetzt aber. Zack. Nein. La, 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 la. Und boing. Achso. Wieder altbekanntes Problem. Niesen. Nein, doch nicht niesen. Niesen nur nicht niesen, das ist ja die Frage. Altbekanntes Problem. Wie bringe ich die Bombe zum Explodieren, wenn es bei dem Vieh dort steht? Also, los komm, explodier, 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 explodier. Ja, genau, so mehr wollte ich da nicht.
Zack. So. Und jetzt laufen, laufen, laufen und von der Seite drauf. Dankeschön. So. Okay. Und jetzt komme ich rüber. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist oder nicht. Aber ich will es jetzt an der Stelle einfach mal so ausprobieren. Ansonsten die Karte, nee, helfen mir selber nicht weiter. Gut. Jetzt stehe ich hier drüben und freue mich. Ja. Weil dadurch, dass ich jetzt hier drüben bin, kann ich was machen? Keine Ahnung. Wir machen erstmal diesen Felsbrocken hier kaputt. Das kann ich logischerweise nicht aktivieren, beziehungsweise bringt mir sowieso nichts. Hier ist auch nichts. Das ist toll. Und dann gehe ich jetzt einfach mal hier oben lang. So. Elektroschleim. Warum erwischt mich immer der kleine Schleim? Der zweite kleine Schleim, der erwischt mich immer. Mein Timing ist so mies. Na gut. So. Du hast Eldin-Erz erhalten. Ach so. Okay. Hätte auch sein können, dass mal irgendwas wäre, was mich mal so ein bisschen voranbringt. Oder so ähnlich. Ach so, Moment. Aber jetzt kann ich ja von hier oben aus. Ah, schlau, schlau. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Ich sehe einen kleinen Fehler in meiner Logik, aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht ist das ja alles... Wir stecken mal kurz weg. Wir stecken mal kurz weg und gehen rüber. Lass mich raten. Ich habe den Fehler in meiner Logik gefunden. Okay. Wie bekomme ich jetzt... Achso, nee, Moment. Da. Ich habe eine Idee. Moment. Da ist so ein Teil. Gut. Geht das so? Halt, Moment. Sydney, Flieg und Sieg. Hoffentlich ist der Radius jetzt einigermaßen klug gewählt. Einigermaßen tatsächlich. So. Dup, 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 dup. Ja, und auch dieses Britzel, Britzel, Britzel macht man tollen Käfer. Macht meinem tollen Käfer zum Glück überhaupt nichts aus. Und das kann ich so machen. Und dann perfekt. Ho, 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 ho. Ja, bin ich ganz von alleine drauf gekommen. Und sofort. Und alleine und so. Und wow. Ja, ja. Zelda-Rätsel und so. Hm. Der Hering ist ein Experte für solche Sachen. Ganz eindeutig. Wir wissen das. Ja. Er ist nur kein Experte für Britzel, 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 Britzel. Das ist nicht so. Das ist nicht so mein Themengebiet. Wow. Ja. Steuerung ist auch nicht so mein Themengebiet. Kannst du bitte wieder zu Britzeln anfangen? Britzel, 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 Britzel. Genau. Und dann... Ich möchte dich doch nur reinrollen. Dankeschön. So. Zack. Wieder aufgeladen. Tor geht auf. Ta-ta-ta-ta. Zwar wie eine halbe Ewigkeit hier ungefähr in der Lagerhalle verbracht, aber dafür... Dafür habe ich das geschafft. So. Jetzt öffne ich hier hinten erstmal die beiden Truhen, weil das habe ich mir verdient. Nach der Plackerei. Einen blauen Rubin habe ich jetzt auch noch erhalten. Juhuhu. Der ist ja unglaublich viele Rubine wert. So, und hier ist jetzt irgendwas anderes. Du hast ein Monsterhorn erhalten. Aha. Dieses beeindruckende Signalhorn ist ziemlich hart und kann als Werkstoff verwendet werden. Ein Monsterhorn. Jetzt fehlen mir nur noch zwei Materialien. Der Finsterhalbmond und... Keine Ahnung was. Hm. Okay. Interessant. Nein. Steck das Schwert rein. Genau. Steck es. Steck das Schwert rein. Flamme. Wasser, Flamme, Blitz. Ach so, Ranel, Eldin und wie hieß der andere Ort nochmal? Firone. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast die richtige Kombination der drei Schalter gefunden. Begib dich nun zum Hauptschalter am Ranel Steinwerk. Aha, ich verstehe das. Das ist cool.